In der Regionalliga musste heute auch der erste FC Magdeburg ran. Und ich frage mich ja, wann ich mal wieder ein Fußballspiel ohne Ausschreitungen anmoderieren kann. Denn bevor das Spiel gegen Lok Leipzig starten konnte, da flogen schon auf dem Weg in die MDCC-Arena Feuerwerkskörper. 500 Beamte waren schon weit vor Spielbeginn im Großeinsatz. Etwa 300 Lok-Fans, die per Bahn angereist waren, wurden von der Polizei ins Stadion geleitet. Bei den Ausschreitungen wurden 3 Polizeibeamte verletzt, mehrere Stadionverbote gegen sogenannte Fans ausgesprochen. Und tatsächlich, Fußball gespielt wurde auch, aber auch auf dem Rasen ging es dann hoch her. Magdeburgs Arena an diesem grauen Novembertag. Zuschauer, die sich schon ziemlich warm anziehen oder glauben, sich sogar selbst sportlich betätigen zu müssen, um nicht anzufrieren. Dabei ist dieses Derby so heiß, dass man Hitzewallungen bekommen kann. Die ersten, weil nicht der FCM, sondern die Gäste in Führung gehen. 0-1, 18 Minuten gespielt. Nach einer knappen halben Stunde Elfmeter für Magdeburg. Hammern, 1-1, Zeit für den nächsten Hitzeschub. Herausgeholt hat dieses Tor übrigens Lars Fuchs, von ihm später mehr. Die zweite Halbzeit beginnt mit Alarm. Zum Glück nur ein Fehlalarm. Oder ist es der Weckruf für den FCM? Christopher Reinhardt auf Fabio Vitteritti und dann Lars Fuchs zum 2:1. Erlösung für Fans und für Spieler. Und dass Lars Fuchs trifft, das hatte ihm ein Magdeburger Wahrsager schon vorher verraten. Ja, er hatte wohl einen Traum und meinte, dass ich der entscheidende Mann wäre heute. Ja, ich habe ja den Lars Fuchs das vorhergesagt, dass heute er der entscheidende Mann ist. Dabei ist eigentlich er, Christian Beck, Magdeburgs Torjäger. 12 Tore hat er schon geschossen und heute geht er leer aus. Der FCM zeigt jetzt Fußball, wie wir ihn gern sehen. Schade nur, dass es heute auch die hässliche Seite gibt. Bengalos im Leipziger Block. Das ist gefährlich und verboten. Das Spiel wird kurzzeitig unterbrochen. Dann fliegen wieder Böller, diesmal aus dem FCM-Fanlager. Der Schiedsrichter unterbricht zum zweiten Mal. Beide Mannschaften werden diesmal in die Kabinen geschickt. Das Stadion voller Zuschauer, aber ohne Ball und Akteure. In den Stadionkatakomben wird die Situation beraten. Die Entscheidung, es geht weiter. Aber der Ärger, der sitzt tief. Es passiert zwar im Magdeburger Stadion, aber das sind nicht unsere Fans. Das sind eigentlich auch Erlebnistouristen. Die wollen einfach nur irgendwie ihren Spaß haben, ignorieren alle Gesetze und alle Regeln des Fußballs, zerstören ein schönes Fußballfest. Vollidioten. Aber wie wird der fußballerische Teil des Tages enden? Lok Leipzig mit Freistoß, der Ball geht an den Pfosten. Das wäre ja fast der Ausgleich gewesen. Lars Fuchs und der allerletzte Angriff des Spiels. Es arbeitet die FCM-Offensive. Sie arbeitet und sie erarbeitet sich den Sieg. Lars Fuchs tanzt den Tanz des Torschützen. Rund um die Trainerbank tanzen die Glückshormone. Für mich dann ein Endabnehmer war es natürlich leicht, den reinzumachen. Und dann das 3:1 war dann natürlich die Krönung dann noch für mich. Der FCM siegt also 3:1 und ist jetzt Tabellenzweiter der Regionalliga.